Hey meine neugierigen Freunde, Fliegen sind für viele einfach nur nervig. Doch für den zu lebenslanger Haft verurteilten Stephen Truscott wurden sie zu seinem Weg in ein neues Leben. Am Abend des 9. Juni 1959 war der 14-jährige Schüler durch den Ort Clinton in der kanadischen Provinz Ontario geradelt. Auf der Lenkstange seine 12-jährige Schulkameradin Lynn Harper. Es war das letzte Mal, dass Zeugen das Mädchen lebend sahen. 2 Tage später wurde sie erdrosselt in einem Feldweg gefunden. Der Verdacht fiel sofort auf Stephen Truscott. Und obwohl er selbst stets seine Unschuld beteuerte, wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach 10 Jahren im Gefängnis wurde er begnadigt. Doch der Ruf eines verurteilten Mörders blieb an ihm haften. Und das 48 Jahre lang. Denn erst im Jahr 2007 konnte seine Unschuld eindeutig bewiesen werden. Und das hatte er Fliegen zu verdanken. Was es damit auf sich hat und was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran. Stephen Truscott sagte immer wieder aus, er habe das Mädchen an der Landstraße abgesetzt und dort sei sie in einen Chevrolet eingestiegen. Doch das Gericht glaubte ihm nicht. 2007 wurde der Fall Truscott nochmal neu aufgerollt. Am Ende der Untersuchungen stand fest, Truscott ist unschuldig. Er bekam eine Entschädigung von 6,5 Millionen Dollar. Doch wie genau konnte seine Unschuld so viele Jahrzehnte nach der Tat noch bewiesen werden? Es waren Maden der blau schimmernden Schmeißfliege, die in Lynn Harpers totem Körper gefunden wurden. Schmeißfliegen haben einen so guten Geruchssinn, dass sie die frühesten Zersetzungsvorgänge in einem toten Körper wahrnehmen können. Deshalb sind sie meist die ersten Insekten, die einen toten Körper besiedeln. Bei entsprechender Witterung können sie bereits Minuten nach dem Tod ihre Eier auf dem leblosen Körper ablegen. Einmal abgelegt, wachsen diese Maden mit der Präzision eines Uhrwerks. Bei einer Temperatur von 27 Grad schlüpfen die Schmeißfliegen exakt 24 Stunden nach der Eiablage. Am folgenden Tag sind sie 6 mm lang und am Tag danach 13 mm. Nach 2 bis 3 weiteren Tagen verpuppen sie sich und 4 Wochen nach der Eiablage sind sie schließlich fertige Fliegen. Dieser Prozess ist jedoch von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Winter sind Schmeißfliegen deutlich weniger aktiv. Und unterhalb von 8 bis 10 Grad legen viele Maden eine Wachstumspause ein. Lynn Harper ist jedoch im Sommer gestorben. Und glücklicherweise wurden die Maden damals vermessen. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen nicht am Abend des 9. Juni gestorben sein kann. Denn dafür hätten die Maden bereits einige Millimeter länger gewesen sein müssen. Die Experten folgerten, dass das Mädchen erst am Morgen des 10. Juni gestorben war. Damit schied Stephen Truscott als Täter aus. Hätte es damals schon die sogenannte forensische Entomologie gegeben, das ist ein Zweig der Forensik, bei dem die Insektenkunde dabei hilft, Mordfälle aufzuklären, dann wäre Stephen Truscott vermutlich gar nie ins Gefängnis gewandert. Dieser forensische Zweig gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist mittlerweile sehr anerkannt. In den USA gibt es sogar sogenannte Body Farms, wo man gezielt tote Körper verwesen lässt, um die Insektenbesiedelung unter verschiedenen Umweltbedingungen zu untersuchen. So konnte unter anderem herausgefunden werden, dass Buckelfliegen dabei helfen können, verscharrte Leichen zu finden, da sie graben können und so zu toten Körpern unter der Erde vordringen können. Irgendwann, wenn der Körper nach Wochen ledrig und zäh ist, dann wird er von Speckkäfern befallen. Diese Käfer sind als Museumsschädlinge bekannt, da sie unter anderem gern an uralten Mumien knabbern. Die Art der Insekten, die in einem Körper gefunden werden, gibt auch Aufschluss darüber, wo der Körper lag. Wird eine Leiche mit Maden der Stubenfliege in einem Wald entdeckt, kann davon ausgegangen werden, dass der Körper zum Todeszeitpunkt noch nicht im Wald lag, sondern in einem Haus und erst im Nachhinein in den Wald gebracht wurde. Denn Stubenfliegen leben gewöhnlich in Gebäuden und deren näherer Umgebung. Auch der Mageninhalt der Maden hat viel Aussagekraft. Darin können beispielsweise Drogen oder Giftreste entdeckt werden, die die Maden über den toten Körper aufgenommen haben. Da Maden diese Stoffe nicht abbauen können, reichern sich diese in ihrem Körper an und werden bei der Verpuppung in die Hülle eingelagert. Wenn die Leiche schon zu verwest und vertrocknet ist, damit die Humanforensik Spuren von Drogen oder Giften feststellen kann,
dann kann es über diesen Weg doch noch nachgewiesen werden. Der Mageninhalt kann auch Aufschluss über Leichen geben, die gar nie gefunden wurden. Werden zum Beispiel im Kofferraum eines Verdächtigen Maden entdeckt, dann kann über deren Mageninhalt mithilfe einer DNA-Analyse festgestellt werden, ob sich darin das Erbgut des Vermissten befindet. Wenn das der Fall ist, dann ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Vermisste einmal in diesem Kofferraum lag und dass er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Ein erdrückendes Beweismittel gegen den Fahrzeuginhaber. Die forensische Entomologie ist eine fantastische Möglichkeit, Mörder im wahrsten Sinne des Wortes entlarven zu können. Und das auch noch Jahrzehnte nach der Tat, wie wir im Fall Truscott gesehen haben. Ich bin froh, dass in diesem Bereich weiter geforscht wird, sodass irgendwann hoffentlich kein Verbrecher mehr entwischen kann oder jemand anderes unschuldig im Gefängnis landet. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses sonderbare Thema gefallen. Falls ja, zeigt es mir doch gern über einen Daumen nach oben. Danke auch an meine Patreons, ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.